Jo, Die haben auch gleich was entdeckt. So, wie sieht es denn weiter aus hier mit Kohle? Kohle ist okay. Holz ist erstmal okay. Nahrung ist große Baustelle. Nahrung und Gesundheitsversorgung. Gesundheitsversorgung. Wir müssen mal hier noch. Ist irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt gerade. Gesundheitsversorgung, Gesundheit. Kann ich ja Ingenieure reinsetzen. Unzufriedenheit. Dauerhafte Mutige, temporäre, schlechtes Essen, schlechte Gesundheitsversorgung. Schlechtes Essen ist ein Arbeit. Bastis. Moment, warte mal. Dumm, das haben wir mal aus. Das haben wir nun mal als Reserve. Genau, dann machen wir hier. So, was können wir da noch weiteres, schnelleres sammeln? Komm, Starts. Gesundheitsversorgung ist ein großes Problem. Wir reagieren nur, wir agieren nicht. Das ist immer ein bisschen doof. Es ist 6 Uhr gleich, da geht's die Arbeitszeit wieder. Genau, und dann hier Max, komm. Ah, da gehen sofort hier alles runter, alles gut. Hier ist einer obdachlos. Schnelles Sammeln. Da vielleicht mal eher erforschen sollen. Signal, Heizung, Heizkörper, Start. Der Pfad zu einer Stadt. Der Unterschlupf ist komfortabel und mit Notfallverpflegung ausgestattet. Neben dem schweren runden Turm befindet sich ein an alle Wissenschaftler. Wenn ihr irgendwelche Verpflegung benutzt, vergesst nicht, den Kodem in der Rückkehr zur Stadt. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. Nehmt die Rohstoffe, okay. Stahlbrücke. Wenn ich noch einen zweiten von diesen Signaltürmen baue, müsste ich, habe ich dann mehr Speer? Was ist hier passiert? Nix. Ah ne, einer ist arbeitslos, nicht obdachlos. Wo könnten wir den dann einteilen? 15, 15. Komm, machen wir den hier mit rein und dann schicken wir die mit raus. So, ich verstehe mal nicht. Nahrung, 5 hungrig, 66 Nahrung. Läuft. Läuft bei euch. Ist die Straße jetzt hier schon fertig geworden? Das hier Zelt. Da können wir nämlich hier noch weiter Zelte hinbauen. Dann würde ich das Zelt gerne mal abreißen, weil das die dann, wenn die Straße hier fertig ist, bauen wir die Zelte hier hin und reißen die Zelte hier ab. Dann haben wir hier Industriestationen und alles. Warte mal, wir können aber hier schon ein Zelt hinbauen. Einwohnerzelt. So. Okay, Hoffnung sinkt, unzufrieden. Fickt euch. Ganz ehrlich, fickt euch. Hier, komm, ich nehme euch das Haus weg.
Letzte Warnung, verzweifelt. Wir müssen noch ein paar Tage durchhalten. Ich muss die Gesundheitsfürsorge steigern. Es gibt keine Hoffnung, meine Freunde. Es gibt keine Hoffnung. Okay, jetzt kann ich es bauen. Gesundheit. Kohle haben wir auch keine mehr. Gleich keine mehr. Schweres Wort. Brücke nach Winterheim. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführte und den Automaton, der auf ihrer Schnee schippte, um die Route frei. Wir hatten die Wahl, diesen entweder zurück in die Stadt zu schicken oder ihn für zur Stadt senden. Oh, wir schicken den mal zur Stadt zurück. Was wollte ich jetzt machen? Wir haben alles, was wir zum Überleben brauchen. Ah, hier ist Kohlehaufen. Wir brauchen Ingenieure, meine Freunde. Wir brauchen Ingenieure. Nehmen wir da mal einen raus. Hier forschen im Moment nichts. Ja, doch, wir forschen gerade was, aber. Aber das ist besser. Das ist wichtiger. Ich verstehe nur nicht eben. Ist auch geil, wenn sie unzufrieden sind, arbeiten sie nicht mehr. Das heißt, wir kriegen keine Kohle mehr. Oder ist das anders Problem? Doch. Kommt hier Kohle rein. Lagerkapazität erreicht. Ging die Hoffnung nicht hoch. Ja, wir haben noch 5 Kranke. Ah, noch 8 Kranke. Jetzt habe ich das verstanden. Das heißt, wir brauchen noch unbedingt eine Sanitätsstation. Das Problem ist nur, ich habe nicht genug Ingenieure. Wo sind denn noch Ingenieure? Warte mal, das plausieren wir mal. Das sind Arbeiter. Fünf von fünf. Müssen wir mal den mal hier abziehen.
Weil die Unzufriedenheit sinkt langsam. So, jetzt. Ja, Max. 3, also wir brauchen noch eins. Alter. Ja, die können wir dann wieder abreißen. Aber wo kriege ich die Ingenieure her? Ein Ingenieur ist nichts so schwer. Einen Kranken haben wir noch. Was ist denn unbeliebte Entscheidung? Bauen wir dem mal eine Kampfarena hin. Wo geht die denn hin? Was ist das denn? Friedhof? Ach, das sind die Jäger, oder? Ja. Ja, die Hoffnung sinkt, meine Leute, meine lieben Leute. Die Hoffnung sinkt. Wir haben die Aufzeichnung der Wissenschaftler gefunden. Die sagen voraus, dass die große Kälte noch schlimmer werden wird. Man beunruhigend ist, dass die Überbauung schon vor Monaten plötzlich abbrachen. Da ist keine Dose Fleisch übrig, nicht einmal im Brotkommissar. Kohlemine. Verlassene Station. Wo waren wir denn gerade? Muss alles in Ordnung haben hier und seine Richtigkeit. Kampfarena wird gebaut. Hoffnung steigt etwas. Wie könnte man die Hoffnung noch mehr steigern? Zwei unbeliebte Entscheidungen, einfach besprechen gehalten. Schlechtes Essen. Ich verstehe nicht, warum ihr schlechtes Essen bemängelt. Davon würde ich jetzt ganz Screenshot machen. Keine Ahnung. Sofort geht die Krankenzahl wieder hoch. Oh. Können die Kranken mal bitte genesen? Wie lange dauert denn das? So 19 Stunden Erholungszeit. Oder 10 Stunden. Weniger als eine Stunde. Okay. Dann haben wir auch wieder Arbeiter zur Verfügung, um Kohle zu produzieren. Wir kriegen nämlich gleich keine Kohle mehr. Scheiße. Sind gleich platt. Ja, ist mir scheiße. Ja, das Problem ist nur, wenn ich hier hochfahre, geht da die Hoffnung wahrscheinlich runter. Das ist die Unzufriedenheit hoch. Unbeliebte Entscheidung. Ja, das ist das, was ich im Gesetzbuch hier getroffen habe. Ja, ich glaube, wir werden gleich broke gehen.
Und die Temperatur sinkt natürlich auch noch. Ja, das Kohle ist ein Problem. Was ist er denn? Ich glaube, er ist tot. Wir haben am Rande unserer Stadt einen erschöpften Mann gefunden. Er sagt, er kommt aus einer Siedlung ganz in der Nähe, dass er der letzte Überlebende. Winterheim ist tot. Alle sind tot. Es gibt mir diesen verfluchten Ödler keine Hoffnung. Winterheim. Wir sind allein. Die Neuigkeiten, die Hoffnung, yes. Geil, Hoffnung sinkt. Winterheim ist gefallen, sie sind alle tot. Wie sollen wir ohne jede Hilfe überleben? Wir müssen zurück nach London. In dieser Eiswüste gibt es keine Hoffnung für uns. Die Einwohner begannen sich zu versammeln, als sie das Schicksal Winterheim seiner Stadt herumschauen. Einige wollen alles stehen und liegen lassen und nach London für ein paar Alibi. Ordnung, Glaube und spirituelle Kraft. Okay. Ich würde gern wissen, was das für einen Einfluss hat. Ordnung, Disziplin. Achso, wir sehen das ja hier, was das für einen Einfluss hat. Achso, scheiße, wir sehen es nicht. Ah, natürlich doof jetzt gerade. Ordnung, Wachturm. Ich fuck das mit den Kranken ab, das verstehe ich nicht, warum die hier nicht genesen. Warum ich durchgehend so viel die Londoner, einige wollen gehen. Sieh, wir haben die Mehrheit der Einwohner, aber die Hoffnung ist gering. Ja, dann haut doch ab. Ja, verschwindet doch. Verpisst euch doch. Geht die Hoffnung nicht hoch. Ich habe das am Anfang zu sehr... Mehr Kohle als nötig. Kohle mal bis vor kurzem noch, auch wenn die Maschinen ja nicht bewegt scheint. Okay. Was ist hier los? Funktionsfähig. Wir werden die nächste Nacht nicht überleben, weil wir keine Kohle mehr haben.
Ja, wir werden die nächste Nacht nicht überleben. Wir haben keine... Das wird über werden. Die Hoffnung steigt. Komm, könnt ihr das erstmal das bauen hier bitte? Kohlegenerator. Ah, ist doof, dass das Rohstoffdepot. Aber ich möchte erstmal das. Es ist schon wieder einer krank. Ah, guck mal, jetzt geht die Krankenzahlen ein bisschen zurück. Wir werden die Nacht nicht überleben. Wir werden die Nacht nicht überleben. Das wird lustig werden. Obwohl, wenn wir Glück haben, kommt ja gleich Kohle. Ah ne. Was anderes. Kalte beheizen wir alle Unterkünfte. Welche sind denn nicht beheizt? Kühl. Deine Zeit ist gekommen. Ich bin froh, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Ihn zu verbannen wird uns nicht retten, aber es ist eine Erleichterung. Sie haben mich verbannt. Die Wichser haben mich verbannt! Sie haben mich einfach verbannt! Was ist das denn für eine Scheiße? Die haben mich einfach verbannt! Wie rotzfrech ist das denn? Oh, ich glaub's nicht. Geht's jetzt weiter? Müssen wir nochmal von vorne fangen? Ja, okay, das war's erstmal. Das erste angespielt. Okay, das werden wir definitiv nochmal machen. Alter! Okay, wir müssen dann aber in Zukunft noch ein bisschen mehr Augenmerk auf Nahrung und Heilung legen. Aber ich werde es definitiv nochmal eine Runde spielen. Das macht echt gerade mega Spaß. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, ich werde jetzt, glaube, 4 Folgen sind das so draus machen und werde die nächsten Tage veröffentlichen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, ciao.